Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und auch von ihr da draußen, die da zu Hause sitzt, vielleicht auf der Couch. Ich kann euch jetzt vielleicht hoffentlich was zu eurem ersten Arbeitgeber erzählen. Die SAP. Wie gesagt, ich selber, Janine Steidemüller, komme von der Ausbildung Dresden und möchte euch auch so einen kleinen Einblick geben, was macht eigentlich die SAP und in welchen Bereichen könnt ihr in der Ausbildung mitgestalten. Vielleicht einfach mal ein paar Zahlen. Die SAP ist ein deutsches Unternehmen, was mittlerweile jetzt das 50-jährige Jubiläum feiern kann und es in 50 Jahren von wirklich einem Garagenunternehmen auf einen weltweiten internationalen Konzern geschafft hat. Wir haben über 400.000 Kunden, einen Jahresumsatz von 27 Milliarden Euro, über 100.000 Mitarbeiter und über 100 Entwicklungszentren auf der ganzen Welt. Das nächste, was direkt an Leipzig angrenzt, ist zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, wo auch unsere dualen Studierenden und Auszubildenden mitgestalten können. Wo spielt eigentlich die SAP mit und wo steckt sie drin? Man sieht sie selten, aber sie ist überall versteckt. Sei es im Sport, sowohl im E-Sports als auch im realen Sport. Sei es bei Zalando, H&M. Es ist die Corona-App, wo auch die SAP und auch unsere dualen Studierenden einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben. Es gibt kein großes Unternehmen, was ohne ein SAP-System seine Prozesse abwiegeln kann. Die Frage ist, wo könnt ihr in der Zukunft mitspielen? Wir haben 5 Ausbildungsstandorte in Deutschland, Berlin, Potsdam, Markdorf, Waldorf, München und auch Dresden, quasi fast direkt ums Eck, wo ihr die Zukunft von der SAP mitgestalten und auch mitspielen dürft. Was bieten wir explizit am Standort Dresden an? Das Coole ist an Dresden, wir liegen direkt im Zentrum. Ihr könnt auf den Zwinger gucken, ihr könnt in die Neustadt gehen und auch mal nach dem Studium und nach der Arbeit so ein bisschen runterkommen. Ihr bekommt von uns euer Equipment gestellt, wir geben Zuschüsse fürs Studium, für eure Mobilität und wir haben auch keine Kantine, sondern wir haben Restaurants, die direkt um unsere Gebäude drumherum liegen und ihr bekommt sogenannte Restaurants-Checks. Ihr habt also eine Wohlfühlzone, damit ihr auch euer Bestes geben könnt bei uns. Wir selber haben am Standort Dresden das duale Studium der Wirtschaftsinformatik als auch die Berufsausbildung Fachinformatik Systemintegration. In beiden Bereichen haben wir dieses Jahr noch ein paar wenige Plätze übrig, also sofort morgen an den Rechner setzen und sich bewerben. Ansonsten sind auch schon unsere Stellen auch für 23 mit draußen. Das Entscheidende sowohl in der Ausbildung als auch im Studium ist, ihr könnt euren Weg selbst gestalten, bestimmen, welche Themen ihr angeht, welche Teams ihr unterstützt und welche Abteilung ihr besucht. Deswegen, Rotation ist bei uns das Prinzip, ihr macht nicht einen vorgegebenen Weg, sondern ihr könnt diesen Weg mitgestalten. Und der gilt auch für die Zeit nach der Ausbildung und dem Studium, wo ihr euren Weg bei der SAP finden könnt und schauen könnt, was macht euch denn Spaß. Also guckt auf die Webseite sap.de/Ausbildung oder kommt einfach direkt zu uns an den Stand 22, quetscht uns aus, stellt uns eure Fragen, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ja, hi, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, sowohl an die Leute, die sich hier eingefunden haben, als auch natürlich unsere Online-Teilnehmer. Mein Name ist Leon Simons, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Ausbilder bei uns, bei der GFOS und bin demnach für alle Auszubildenden, alle Studenten, aber auch für alle neuen Mitarbeiter bei uns verantwortlich. Was machen wir überhaupt? Womit verdienen wir unsere Brötchen? Ihr seht es hier schon so ein bisschen, die ganze Welt dreht sich nur noch um IT und so mischen wir da entsprechend auch mit. Heißt, wir bieten Software an, wir programmieren selber Software. Konkret geht es da um Zeiterfassung, also das Festhalten von Arbeitszeiten am Arbeitsplatz, aber auch um Security. Das heißt, wir können bestimmen, wer darf denn überhaupt in welchen Raum rein und wer darf zum Beispiel nicht in den Serverraum. Und wir haben auch noch Software für den Bereich der Maschinendatenerfassung, also so ein bisschen die industrielle Schiene. Wir sind auch seit bereits mehr als 30 Jahren am Markt. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ungefähr 200 Mitarbeiter und sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Genug von uns hin zu euch, denn heute ist ein wichtiger Tag für euch, beziehungsweise eine wichtige Zeit steht bevor.
ihr müsst euch entscheiden, was will ich denn überhaupt machen? Studium oder Ausbildung und noch viel wichtiger, wo will ich das Ganze überhaupt machen? Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Wege, die man gehen kann. Und falls ihr euch dazu entscheiden solltet, den Weg bei uns zu gehen, dann möchte ich euch zumindest einmal erklären, was wir überhaupt alles so anbieten. Denn wir brauchen natürlich auch viele Leute, die die Software bei uns überhaupt programmieren. Das heißt, wir suchen ständig Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, die unsere Software weiter programmieren, vorantreiben und sich in den Tiefen des Codings verlieben. Wir brauchen aber auch, ich sage mal, unsere Leute fürs Gröbere, die sich eher für Hardware interessieren oder auch für die gesamte IT-Infrastruktur, für Server, Active Directory und so weiter, die zum einen sicherstellen, dass die IT bei uns funktioniert, aber natürlich auch die gesamte IT-Infrastruktur bei unseren Kunden funktioniert. Da haben wir dann unsere Systemintegratoren. Wir brauchen aber natürlich auch Leute, die unser Produkt dann an den Markt bringen. Das heißt, wir brauchen Vertriebler, die unsere Kunden davon überzeugen, unsere Software zu nehmen. Und wenn die sagen, Mensch, toll, geile Software, die möchte ich haben, dann brauchen wir aber wiederum auch Leute, die unseren Kunden erstmal die Software erklären. Denn das hört sich vielleicht relativ einfach an, kann aber sehr komplexe Ausmaße annehmen. Und falls ihr Erklärprofis seid, ist deswegen die Ausbildung Kaufleute für Systemmanagement vielleicht auch was für euch. Falls ihr aber eher sagt, ich bin eher Typ Studium und nicht so Typ Ausbildung, dann haben wir auch da was für euch im Angebot. Und zwar bieten wir eine Art duales Studium an, das heißt bei uns Work and Study. Da seid ihr 4 Tage die Woche bei uns, werdet intern ausgebildet und habt einen Tag in der Woche frei, den ihr dann zum Lernen nutzen könnt für euer Studium. Entweder online, wenn ihr das möchtet, oder aber auch Präsenz, wenn ihr lieber immer vor Ort seid. Egal für was ihr euch aber entscheidet, wir versuchen immer die Brücke zwischen Mensch und Maschine zu schlagen. Und naja, das in unserer hauseigenen Akademie, der GFOS Akademie. Da landen alle unsere Auszubildenden, Mitarbeiter und Studenten, haben da einen super Austausch. Aber eins ist dabei ganz wichtig, ihr als Individuum steht immer im Vordergrund. Wir gucken, dass wir das Beste aus euch rausholen können, eure Stärken erkennen können und versuchen, euch top zu entwickeln. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe das Ganze selber durchgemacht. Das bin ich auf dem Foto und jetzt darf ich das Ganze sogar selber leiten. Ich würde euch gerne noch so viel mehr erzählen. Leider sind das ja alles nur 3 Minuten. Ich bin mir aber sicher, auch die anderen Beiträge sind für euch interessant. Also falls ihr noch mehr Informationen haben wollt, schaut gerne bei uns an Stand 8 vorbei oder aber auch scannt den QR-Code, gerne natürlich auch online. Eins ist noch ganz wichtig, der Tag ist schon einigermaßen vorangeschreitet, aber nutzt die Zeit, schaut euch an den Ständen um, denn heute geht es natürlich vor allem um euch. Vielen Dank. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind und Ihren Samstag mit uns hier in der schönen Halle verbringen und auch an alle, die live dabei sind heute von zu Hause oder von wo auch immer, wo Sie gerade zuschauen. Schön, dass Sie die Zeit mit uns verbringen und sich darüber informieren. Ich habe das Abitur in der Tasche, was mache ich denn jetzt eigentlich? Es gibt so viele Möglichkeiten und es ist gar nicht so einfach, da das Richtige zu finden. Dafür sind wir heute alle da. So, mir wurde schon gesagt, mein Name ist Marit König, bin von der International School of Management. Wir haben ganz viele verschiedene Studienarten, Studiengänge, das kann ich Ihnen gleich mal kurz zeigen. Wir haben uns aber darauf spezialisiert, es sind alles betriebswirtschaftliche Studiengänge bei uns, also alles mit einem riesengroßen Managementfaktor. Die International School of Management, wir haben unseren Claim, unser Motto heißt International Individual Inspiring. Ich will heute mal ganz kurz auf das Thema international gehen, das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben. Das zeichnet sich auf der einen Seite dadurch aus, dass wir Studiengänge haben, die zu 100% auf Englisch studierbar sind. Aber keine Sorge, das geht natürlich auch in der deutschen Version. Ja, wir haben auch ganz viele Studiengänge, die studieren Sie auf Deutsch. Dann haben Sie natürlich einen Business-Englisch-Anteil dabei und vor allen Dingen überall eine zweite Fremdsprache, die Sie selber auswählen können und dann entscheiden können, starten Sie als Einsteiger oder eben auch als Fortgeschrittene. Weiterhin haben wir an allen Campi bei uns verteilt 76 Nationen aus allen, also unsere Studenten kommen aus 76 Nationen, so rum. Das kommt natürlich daher, dass auch ausländische Studenten bei uns ihr Auslandssemester machen. Unsere Studenten gehen alle im 4. Semester ins Ausland an eine Partnerhochschule. Davon haben wir in der ganzen Welt 190 verteilt. Alleine in Europa sind es schon 100 Partnerhochschulen, wo Sie dann nachher aussuchen, welche ist genau die richtige für mich, für meinen Studiengang, in welches Land möchte ich gehen, welche Sprache spielt da eine große Rolle. Die International School of Management ist eine private Hochschule, aber eine staatlich anerkannte Hochschule und natürlich sind alle Studiengänge akkreditiert. Das ist ganz wichtig immer, passen Sie auf, ja, wenn Sie auf der Suche sind nach der richtigen Hochschule, das sollte wirklich für Sie der ganz wichtigste Punkt dabei sein. Ein Studium bei uns in der Vollzeitversion bedeutet, man studiert ganz normal 6 Semester oder verlängert es
selbstständig, freiwillig um ein siebtes Semester, also in dem Fall dann um einen zweiten Aufenthalt in einer Partnerhochschule, dann in Übersee. 6 Semester, da sind enthalten 4. Semester Ausland und 20 Wochen Pflichtpraktikum in den gesamten 3 Jahren. Wir haben aber auch verschiedene Studienarten bei uns an der ESM. Da ist natürlich auch dual dabei, 3 Jahre Studium, das ist klar. Sie kommen 3 Monate zu uns an den Campus und studieren 3 Monate und die anderen 3 Monate sind sie in ihrem Praxisunternehmen und lernen da wirklich ganz intensiv die Verbindung aus Theorie und Praxis. Das Gute bei den dualen Studiengängen bei uns ist, dass man nach 3 Jahren nicht nur den Bachelor in der Tasche hat, sondern auch seinen IHK-Abschluss machen kann. Weiterhin haben wir natürlich berufsbegleitende Studiengänge und inzwischen sogar auch ein Fernstudium. So, wenn das alles für Sie sich sehr interessant anhört, dann freue ich mich, Sie am Stand 56 zu begrüßen. Ich habe heute auch 2 tolle Studenten dabei, die mich unterstützen, die Ihnen die Fragen beantworten. Für alle, die, wie gesagt, nicht heute vor Ort sein können, kommen Sie gerne zu uns auf die Homepage ism.de. Für alle zusammen, wir haben am 30.04. zum Beispiel am Campus in Berlin, der ja am nächsten von hier ist, einen Infotag, wo Sie sich nochmal all über alles informieren können mit unseren Professoren zusammen und auch den Studenten. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen ganz tollen und erfolgreichen Messetag. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist, wie schon gesagt, Laura Bauer und ich bin von der Rewe Markt GmbH. Und ich hoffe, dass ich Sie heute überzeugen kann, dass der Einzelhandel tatsächlich eine coole Option ist für euch. Ja, wir sind eigentlich ein dezentral organisiertes Unternehmen. Das heißt, wir haben unseren Hauptsitz in Köln. Und wir oder ich hier betreue die Region flächendeckend Bayern, die Region Süd. Wir haben insgesamt über 22.000 Mitarbeiter, 1.100 Azubis in der Betreuung und 550 Märkte. Ja, dementsprechend haben wir auch viele verschiedene Möglichkeiten bei uns. Choose your character, das ist unser aktueller Slogan. Wir haben 10 Ausbildungsplätze verschiedene, die wir anbieten bei uns in Bayern. Wir haben 3 verschiedene duale Studiengänge, wo man die Möglichkeit hat, sowohl im Markt, das ist das Klassische, aber auch in der Verwaltung oder in der Logistik bei uns seine Karriere zu starten. Ja. Man hat sehr viele Möglichkeiten bei uns und das Schöne ist, man wird immer unterstützt. Also man ist nicht alleine, egal ob beim Studium oder auch bei der Ausbildung. Wir betreuen unsere Azubis. Wir haben Trainer, die quasi immer mal wieder vorbeischauen und auch dann mit denen, wo man darüber sprechen kann, wie läuft es denn aktuell, wo gibt es vielleicht noch Probleme. Wir haben interne Seminare, wo wir euch betreuen und für die Karriere sozusagen wappnen. Genau. Ja, was ist interessant für euch natürlich? Welche Vorteile haben wir? Und wir haben Mitarbeitendenrabatte, wir haben die Betreuung in der Ausbildung während dem Studium. Wir sind auch jedes Jahr Beruf und Familie zertifiziert. Das heißt, auch da gibt es Programme, wo wir euch unterstützen. Genau, und wir haben eine interne Karriere, ja, Förderung, sage ich jetzt mal. Das heißt, man kann sich intern bei uns weiterbilden. Eine sehr schöne Zahl, die ich immer gerne nenne. Circa 1/3 unserer Marktmanager sind unter 30 Jahren. Das heißt, man sieht, wie schnell geht sowas auch, wie schnell kann ich mich weiterentwickeln. Und die haben tatsächlich auch die meisten davon zumindest mit einer Ausbildung bei uns begonnen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeikommen an unserem Stand Nummer 30 und wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Okay, ich bin von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Möchte unsere Bachelorstudiengänge vorstellen und dafür reichen 3 Minuten definitiv nicht aus. Aber kurz so einen kleinen Überschlag hier zu geben. Sie sehen hier auf der Präsentation unsere Studiengänge. Sie sehen den Bachelor von Gesundheitsinformatik. Sie sehen Sportökonomie, Ernährungsberatung, Fitnessökonomie, Fitnesstraining und Gesundheitsmanagement.
Wir bieten diese Studiengänge im dualen System an. Das bedeutet, Sie arbeiten im Betrieb, Sie machen eine betriebliche Ausbildung bei uns, werden dann im Fernstudium zu Hause oder dann später in der Präsenzphase vor Ort per Livestream oder auch per Online-Aufzeichnung Möglichkeiten haben, die Studiengänge zu vertiefen und zu verinnerlichen. Ja. Unsere Studienzentren sind auch in Deutschland verteilt. Wir haben momentan 12 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was Sie jetzt hier auf den Bildern sehen, sind teilweise vom Standort München und vom Standort Saarbrücken Bilder. Wir haben eine relativ einheitliche Ausrüstung an den Studienstandorten. Wir legen sehr großen Wert auf die Praxisunterweisungen vor Ort und bieten Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen in Kleingruppen von 5 bis 15 Teilnehmern, hoch teilweise auch bis 20 Teilnehmern an den Kursorten und mit unseren Dozenten. Genau. Die Frage, die jetzt relativ oft an den Ständen auch herrscht, ist: Gibt es überhaupt Arbeitgeber für uns? Gibt es überhaupt einen Markt für diese Branche? Ja, wir haben die glückliche Situation, auch über mehr Arbeitgeber als Studierende zu verfügen. Das bedeutet, Sie können sich jederzeit über unsere Website Aufstiegsjobs über Ihre wohnortnahen Arbeitgeber informieren, beziehungsweise auch direkt bei uns am Stand. Wir legen sehr großen Wert auf Mundpropaganda, auf Netzwerken und auch auf sehr gute Betriebe, bei denen Sie Ausbildung machen können. Es gibt bei uns an der Hochschule keinen NC. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Und die Studiengebühren werden dann auch von den Arbeitgebern übernommen. Für weitere Informationen, ich bin fast ein bisschen zu schnell, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie uns besuchen am Stand Nummer 4, weil die Informationen, die Sie brauchen, um sich zu entscheiden für einen unserer Studiengänge, so tief gehen teilweise und so breit aufgefächert sind, dass wir uns freuen würden auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen und verabschiede mich hiermit. Ihre Hochschule für Prävention, Gesundheitsmanagement. Dankeschön, bis später und noch viel Spaß auf der Messe. Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Stenzel und ich bin Ausbildungsleiter bei der ProLeit GmbH. Wir bilden Fachinformatiker aus. Der Name ProLeit kommt von Prozessleittechnik, deswegen ganz normal deutsch geschrieben, Prozessleittechnik. Wir sind ein Softwarehaus, aber die Besonderheit ist, dass unsere Kunden erstmal gar keine Software wollen. Was wollen unsere Kunden? Unsere Kunden wollen Bier herstellen, die wollen Milchreis herstellen, die wollen Waschmittel herstellen. Das ist das, was unsere Kunden wollen. Und was sie dafür brauchen, das ist erstmal eine Produktionsanlage. So eine Produktionsanlage besteht aus ganz viel Edelstahl, Pumpen, Ventilen, Motoren. Und da müssen sie natürlich wissen, wie so ein Produkt hergestellt wird. Das heißt, da müssen zuerst 10 Tonnen vom Rohstoff A dosiert werden, 20 Tonnen vom Rohstoff B. Das muss auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden, umgepumpt werden und so weiter. Und jetzt kommt wieder unser Glück, jetzt wollen unsere Kunden dann doch wieder Software haben, nämlich die Software, die deren Pumpen, Ventile und Motoren in dieser Anlage ansteuert und so diese Produkte vollautomatisch herstellt. Und das ist genau das, was wir machen. Das heißt, wir steuern mit unserer Software die komplette Produktion, komplette Fabriken. Natürlich wird sowas nicht aus der Anlage bedient, sondern aus einer Leitwarte heraus. Wir entwickeln also auch Windows-Apps für die Bedienung dieser Anlage. Das sind ganz normale Windows-Applikationen, die dann in C# und WPF programmiert werden. Wir programmieren Echtzeitsysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen, die dann tatsächlich die Ansteuerung der ganzen Pumpen, Ventile und Motoren übernehmen. Wir erfassen sehr viele Daten, Meldungen, Messwerte, Chargeninformationen. Das heißt, bei uns lernt man auch, wie Datenbanken programmiert werden. Und das Beste ist, die Software, die wir so schreiben, läuft nicht nur in einem virtuellen Datenraum ab, sondern es entstehen irgendwelche Produkte, man hat hinterher was zum Anfassen. Man weiß also, wofür man gearbeitet hat. Wir steuern also die komplette Produktion von der Rohstoffannahme in der Brauerei, von der Malzannahme bis dann zum fertigen Bier, das dann in Flaschen abgefüllt werden kann, und kümmern uns auch um die Verwaltung der Produktion. Führen die Auftragslisten, Materialmanagement, Chargenrückverfolgung und programmieren Schnittstellen dann zu den kaufmännischen Systemen wie SAP beispielsweise. Ja, das Ergebnis schaut dann so aus wie hier in der Heineken Brauerei in Sevilla. Das ist also eine Brauerei, Cruzcampo ist die Marke, die stellen 4,5 Millionen Hektoliter Bier her pro Jahr. Und in der kompletten Produktion, Sudhaus, Gärung, Lagerung, Filtration, arbeiten 5 Mann und der Rest läuft vollautomatisch mit unserer Software. Das heißt, man kann sagen, die komplette Fabrik, die man da so sieht, wird von mir gesteuert, von meiner Software gesteuert, die ich gebaut habe. Leitwarte sieht dann so aus, wie man es hier unten in der Ecke sieht. Kann man sagen, das habe alles ich programmiert und das Cruzcampo wird deswegen nur so gebraut, weil ich das so programmiert habe.
Ja, die nächste Besonderheit von ProLight ist, obwohl wir nicht so super bekannt sind, kommen Sie an uns nicht vorbei. Wenn Sie am Wochenende einkaufen gehen, kaufen Sie auch immer ein Stück ProLight mit ein. Es liegt natürlich an unseren Kunden. Als Biertrinker haben Sie gar keine Chance. Wir sind für ein Viertel der Weltbierproduktion verantwortlich. Das heißt, jedes vierte Bier, was auf der Welt hergestellt wird, wird mit unserer Software produziert. Sämtliche Müller-Produkte, die Sie im Laden kaufen, werden mit unserer Software hergestellt. Waschmittel, Persil Megaperl, Somat-Tabs, Persil Colorgel, wird alles mit unserer Software produziert und so weiter. Ja, warum sollte man bei ProLight eine Ausbildung machen? Neben den super interessanten Aufgaben, die wir haben, bieten wir unseren Azubis eine ganze Menge. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio. Die Firma mietet regelmäßig Squash- und Badminton-Courts. Wir haben Firmenfahrzeuge für unsere Azubis. Wir finanzieren den Azubis das 365-Euro-Ticket. Außerdem haben wir ein Co-Living Space, ein Azubi-Wohnheim, wo man sich auch günstig ein Zimmer nehmen kann, wenn man von außerhalb kommt. Unsere Firma sitzt in Herzogenaurach und wenn Sie von weiter weg kommen, können Sie sich da auch ein Zimmer mieten. Wir haben ein super modernes Bürogebäude, wo sehr gut zusammengearbeitet werden kann, in Teams zusammengearbeitet werden kann. Wir haben eine ausgezeichnete Kantine, es gibt freie Getränke und freies Obst. Und last but not least, wir sind eine sehr große Ausbildungsorganisation. Ich habe bei mir 104 Azubis und Verbundstudenten in der Ausbildung. Wir bilden nur für den eigenen Bedarf aus. Ich habe 40 Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahr zu vergeben, und zwar in den Berufen, die Sie hier sehen. Ja, es gäbe noch viel mehr über uns zu erzählen, wie internationale Projekte ablaufen, wie man in Teams zusammenarbeitet, aber die Zeit ist hier leider begrenzt. Deswegen möchte ich Sie einladen, bei uns am Messestand vorbeizukommen, und die Kollegen können Ihnen dann noch viel, viel mehr erzählen, wie diese Ausbildung so abläuft und was da so auf Sie zukommt. Vielen Dank. Jo, moin. Dann, ja, danke schon mal für das Ankommen hier einfach. Mein Name ist Fleming Kral, ich bin Bildungsberater am SAE-Institut, speziell jetzt hier in Bochum, also in Bochum nebenan. Das SAE-Institut ist eine Medienschule, das heißt, wir sind letztendlich eine weltweit agierende Medienschule, die sich komplett mit allen möglichen Bereichen der Medientechnik beschäftigt, also Musikproduktion, Film, Games, Web, alles in diesem Bereich. Wir sind seit über 45 Jahren unterwegs, wie gesagt, weltweit vertreten in über 28 Ländern mit über 50 Standorten. Und bei uns gibt es zwei wichtige Punkte, die wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben. Punkt 1 ist, wir wollen jedem die Möglichkeit geben, bei uns zu starten. Das heißt, wir haben jetzt keine Voraussetzungen, keine Arbeitsmappe, die ich mitbringen muss, sondern wir wollen gemeinsam mit den Basics beginnen bei Null. Und das Ganze ist immer sehr, sehr praxisorientiert. Heißt, im Fokus steht wirklich zu 75% die Projektarbeit, die Praxisarbeit. Dafür steht immer auch der ganze Campus zur Verfügung mit Workstations, Equipment, persönliche Betreuung, also letztendlich alles das, was ich brauche, um mich eben auf den Berufseinstieg vorzubereiten. In den verschiedenen Fachbereichen, das sind insgesamt 8 Stück bei uns, gibt es eben halt von, wie gesagt, Musik über eben alles andere. Audio Engineering wäre sozusagen die erste Station, das wäre bei uns immer die Möglichkeit, in Richtung Tontechnik zu gehen, Musikproduktion, Sounddesign, alles in diese Richtung. Music Business wäre bei uns dann mehr so die Managementseite der Musikindustrie, also Vertragsrecht, Lizenzierungsrecht, Künstlermanagement. Wir haben den Bereich Content Creation und Online Marketing. Da konzentriert man sich also ganz viel auf wirklich Fotografie, Werbemaßnahmen für Social Media Optionen oder eben auch dann so kleine Werbeclips, Podcast-Arbeit, alles, was wirklich so einen crossmedialen Bezug hat. Wir haben den Filmbereich, der sich einmal aufteilt bei uns mit der digitalen Filmproduktion, also ganz klassische Kameraarbeit, Schnitt, Drehbuchschreiben, also alles, was den klassischen digitalen Filmeproduzenten eben halt ausmacht. Und eben halt gepaart dazu den VFX-Bereich, also wirklich dann 3D-Effekte für den Film, Iron Man fließt das Bild, solche Geschichten einfach selber zu erstellen, das macht man da. Dann geht es weiter mit den Games-Bereichen, einmal aufgeteilt in Game Art, das ist dann wirklich dann die visuelle Gestaltung von eben halt Spielen, Charaktere, Landschaften, Autos, Knarren, alles, was man also sieht und kennt. Und Games Programming, so. Einfach letztendlich nochmal die programmiertechnische Seite, also dass das Spiel auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass es eben einfach da auch zwei Seiten zu gibt. Letzter Punkt wäre dann einfach bei uns noch der Webdesign und Development Bereich, also einfach nochmal wirklich Webseiten gestalten, programmieren und eben auch dann einfach in die Welt bringen. Das Ganze soll bei uns mit dem Abschluss nicht aufhören, sondern wir wollen euch wirklich auch lebenslang begleiten, also uns wird man da auch nicht mehr los. Positiv gesehen natürlich jetzt, das heißt Verbindung in Richtung Industrie, einfach viele externe Dozenten, die eben halt auch als Kontakte zur Verfügung stehen und dadurch eben halt auch einen schnellen Job-Einstieg eben halt ermöglichen. Das ist bei uns genauso wichtig wie sowas wie Network-Events oder Networking-Events von großen Conventions, die einmal im Jahr stattfinden, zu kleinen lokalen Geschichten an den jeweiligen Standorten. Und heißt, wenn ihr mehr Informationen wollt, gerne entweder heute zum Stand 22 vorbeikommen oder auf sae.edu vorbeischauen und dann sprechen wir uns. Cool, danke.
Hallo, vielen Dank. So, wie gesagt, dann, ich bin die Giovanna, ich arbeite in der WHU, Otto Beisheim School of Management. Was heißt, dass wir dann eine Business School sind, okay? Wir sind dann in der Nähe von Koblenz in eine kleine, sehr schöne Stadt, die Wallendar heißt. Hier ist unser schönes Campus, also unser Burgplatz, den Burg, das ist ein Burg, wo unser also Campus stattfindet und auch hier den Mösel und den Hain. Ja, es ist eine sehr schöne Region. So, was bieten wir dann? Wir bieten zwei Studiengänge, einmal in Wirtschaftspsychologie und einmal in internationaler BWL-Management. Und was macht man mit diesen Studien, also in diesem Studiengang? Denn das sind beide 6 Semester Studiengang, 3 Jahre jede. Es gibt ein Praktikum und ein Semester im Ausland und dann es gibt ein anderes Praktikum, das auch hier in Deutschland gemacht werden kann oder auch im Ausland. Das heißt, dass am Ende bekommt jede Studierende viel Erfahrung, nicht nur hier, aber auch im Ausland mit Studium und Arbeit. Okay? Es gibt auch immer andere Sprache, die man lernen kann und viele andere Aktivitäten. Und diese Firmen hier sind Firmen, die wir zusammenarbeiten. Wie gesagt, 2 Praktika sind Pflicht und jeder kann zum Beispiel bei Adidas, wir arbeiten mit Shiseido, wir arbeiten mit dem Deutschen Bahn. Also es gibt dann verschiedene Firmen, die wir zusammenarbeiten, um unsere Studierenden auf verschiedene Praktika zu platzieren. So, es gibt dann, wie gesagt, eine Möglichkeit, also Semester im Ausland zu machen. Und dazu haben wir dann 220 verschiedene Partner-Unis in der gesamten Welt. Also man kann in jedes Land dieser Welt praktisch gehen. Ich empfehle immer Südamerika. Ich komme aus Südamerika, deswegen sage ich immer so, Südamerika ist ein schönes Platz. Aber natürlich kann man in, also irgendwo in Europa oder, ich weiß nicht, in Asien studieren. Das ist sehr, eine sehr schöne Zeit. Und wir haben auch viele studentische Initiativen. Diese sind also unsere studentischen Clubs und unsere Studierenden dann können sich mit einem anderen Thema engagieren. Zum Beispiel für die Frauen gibt es die Female Leadership Initiative, die FEM. Also es gibt auch für die Sportler den Euromasters. Für die Studierenden, die ein bisschen mehr mit dem sozialen Bereich arbeiten möchten, gibt es immer First Responders. Das heißt, es gibt viel anderes nur als Studium an der WHU. Okay? So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin im Stand 20 und ich würde mich freuen, wenn euch dann vorbeikommt. Okay? Dankeschön. Ciao. Vielen Dank für die tollen Informationen.